Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es war uns wichtig, heute diesen Antrag zum Facebook-Datenskandal zu stellen, weil 310.000 Menschen in Deutschland und weltweit über 87 Millionen Menschen betroffen sind. Dabei ist dieser Datenskandal aber doch letztlich nur ein Symptom für viel tiefergehende Probleme. Über viele Jahre wurden Datenschutz und IT-Sicherheit ein zu geringer politischer Stellenwert eingeräumt. Die digitale Zivilgesellschaft wurde geschwächt, anstatt sie zu stärken. Digitale Verbraucherrechte wurden viel zu lange nicht durch Gesetze, sondern durch Kaffeerunden angepackt. Und die großen Digitalunternehmen sind ihrer Verantwortung, die sie haben, in der Vergangenheit nicht gerecht geworden. Im Gegenteil. Sie haben das Race to the Bottom beim Datenschutz vorangetrieben und aktiv ausgenutzt. Sie haben die Standards lax ausgelegt und über das Legale hinaus überdehnt. Sie haben Hass und Hetze viel zu lang eine Plattform geboten und sich darauf dann auch noch zurückgezogen, dass sie ja nur eine Plattform seien und mit alledem nichts zu tun hätten. Und deshalb, meine Damen und Herren, offenbart dieser Datenskandal einen Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Denn da, wo Wahlen beeinflusst werden, wo Abstimmungen beeinflusst werden, da ist es eine Bedrohung für die Demokratie und da ist denn auch der Gesetzgeber gefordert. Wir machen Ihnen heute, meine Damen und Herren, konkrete Vorschläge, wie es weitergehen kann, wie wir politisch mit diesem Datenskandal umgehen können. Wir machen Ihnen Vorschläge für viele Einzelmaßnahmen, aber auch für eine Gesamtstrategie. Hier im Land schlagen wir Ihnen vor, Informationsangebote für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus Nordrhein-Westfalen aufzulegen. Wir fordern Sie auf, Angebote zur Förderung der Medienkompetenz zu stärken, denn nur kompetente Verbraucherinnen und Verbraucher, nur kompetente Nutzerinnen und Nutzer sind in der Lage, die Chancen, die ohne Frage, und das ist wichtig, dass das auch gerade im vorigen Tagesordnungspunkt betont wurde, diese Chancen, die mit der Digitalisierung einhergehen, dann auch zu nutzen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, auch wenn wir so oft kritisch mit den Betreibern solcher Plattformen wie den sozialen Netzwerken umgehen, sie bieten doch eine große Chance für Bürgerinnen und Bürger, sich zu vernetzen, Meinungen auszutauschen, zusammenzukommen und die Zivilgesellschaft zu stärken. Diese Chancen, die müssen wir wieder in den Mittelpunkt stellen, aber dafür brauchen wir eben einen handlungsfähigen Rechtsrahmen. Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union beispielsweise, sie bietet dafür einen Handlungsrahmen. Aber auch da sehen wir wieder, wie er in Deutschland auf der Bundesebene, wie er aber auch hier auf der Landesebene geschwächt wird. Wenn wir uns angucken, wie sieht dieses Umsetzungsgesetz zur Datenschutzgrundverordnung aus, dann wird da Datenschutz drüber geschrieben, aber Datenschutzabbau betrieben. Meine Damen und Herren, ich bin mir sehr sicher, dass gleich eines der Argumente seitens der regierungstragenden Fraktionen sein wird. Naja, gute Ideen irgendwie drin, aber da ist ja doch viel Bundesrecht und da haben wir irgendwie doch nicht so richtig viel mit zu tun. Ich erinnere Sie einfach nur mal daran, dass es kaum jemanden gab, der hier den angeblich fehlenden Einfluss Nordrhein-Westfalens in Berlin so sehr beklagt hat, wie Herr Laschet das zu seiner Oppositionszeit getan hat. Also machen Sie doch Ihren Einfluss bitte schön in Berlin geltend. Und Sie hätten ja sogar Verbündete. Thomas Jatzombek forderte diese Woche exakt das, was wir in unserem Antrag vorschlagen. Was in unserem Antrag drinsteht, lassen Sie sich doch mal seinen Artikel aus der Bild-Zeitung vom Montag faxen. Wir haben ihn auch aus dem Internet noch mal für Sie ausgedruckt. Wir können ihn auch direkt weitergeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, wir brauchen, meine Damen und Herren, einen handlungsfähigen, wir brauchen einen stabilen Rechtsrahmen. Wir brauchen aber auch auf Bundes- wie auf Landesebene Regierungen, die sich dieser Thematik endlich annehmen, die endlich aktiv werden. Wir brauchen einen Innenminister, der den Datenschutz achtet, statt seine Hackerbrigaden loszuschicken. Wir brauchen eine Schulministerin, die endlich digitale Sicherheit für Lehrerinnen und Lehrer, für Schüler, für Eltern schafft. Wir brauchen eine Verbraucherministerin, die sich um Verbraucherrechte kümmert, die Verbraucherrechte schützt, statt immer nur Gefahrenabwehr in eigener Sache zu betreiben. Das brauchen wir und einen handlungsfähigen Rechtsrahmen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.